Guten Morgen. Was ist denn mit meinen Augen passiert? Die Welt sieht plötzlich. Ich sehe die Welt mit anderen Augen. Wer hat meine Augen ausgetauscht? Warst du das? Ja. Ah ja. Wir wollten eigentlich doch endlich mal eine Festung ausräumen, ne? War das nicht so? Das planen Ja. wir schon seit ein paar Folgen. Dann wollen wir doch mal heute loslegen damit. Ein Lager wollen wir auch Aber bauen, ne? bevor wir das machen, möchte ich doch noch mal eine Kleinigkeit erledigen. Ich möchte ganz gerne einen Bootsanleger haben. Und den werde ich jetzt bauen erstmal vorher. Außerdem hätte ich gerne mit Hilfe von Steinen. Haben wir da Steine? Ja. Ich werde nämlich jetzt mal einen halben Stack Steine erstmal verbraten für Slabs. Ah ja, warte mal. Das war Blödsinn. Achso, ich bin ja auch blöd hier. Oh, ich hab irgendwie so einen Quatsch. So, ein Stack und mehr. Pack das mal zu Baumaterial. Also Holz, Ah Baumaterial. ja, ich habe hier so ein komisches Schwert, ich kann nicht damit hauen. Dann mache ich mein Inventar auf und es ist wieder da. Ah Das ja. ist verflucht. So, jetzt geht's an den Bootsanleger. Genau, dann machen wir den noch erstmal fertig, bevor wir gleich aufbrechen. Haben wir zufällig Kies noch da? Weil ich könnte das gebrauchen. Ich glaube nicht. Ich guck mal. Ne. Das ist blöd. 4. Weil ich brauche. Oh Mann, Mist. Ich wollte gerade mit Doppelspace. Komische Sache. Double Jump gibt's hier nicht. Ich habe jetzt das Boot beiseite fahren. Das verfälscht nämlich meine Shift-Funktion hier. So. 5. 6. 7. 8. Die Welt, sie ist so wunderschön geworden jetzt. Sie ist so wunderschön. Ja, ne? Ich muss ja richtig blind gewesen sein, die letzten ganzen Tage. Wie blind muss ich gewesen sein, die Welt nicht mit diesen Augen zu sehen. Dann ertrinke ich, wenn ich zu lange im Wasser bleibe. Nee. Ich muss die ganze Zeit hier tauchen, ohne Tauchausrüstung. Erstmal auftauchen. Muss erstmal warten, bis der Scheiß, bis die Säule jetzt umstürzt. Das könnte ein bisschen dauern. So, genug getaucht für heute. Gut. Dann einmal ab ins Boot. Dann werde ich das mal kurz hinstellen, damit das jetzt auch ordentlich platziert ist und so. Diamanten. Oh, Diamanten. Darf ich raus? Danke. Brauche ich nochmal Kies? Ich guck mal, ich halte mal Ausschau nach Kies. Aber es wäre schön, wenn wir heute oder morgen noch dazu kommen würden, ne? Mit dem Burg ausräumen. Ausrauben. Mit Ja. dem Ausrauben. Und bring mal alles Kies mit, was du kriegen kannst. Ich werde zwar Ja, jetzt auch. ich finde gar nichts. Ich schaue jetzt zwar auch nochmal nach Kies, aber nehme mal trotzdem alles mit, weil ich glaube, wir werden noch oft genug Mangelerscheinungen von Kies haben. Ich suche Gold und finde Diamanten. Ja. Da musst du Eisen suchen, dann findest du Gold. Wenn du Genau. Diamanten suchst, findest du Smaragd. Ganz einfach. Mensch, die Regel muss auch schon längst verstanden haben. Ach, da hinten gibt's Kies. Das nehmen wir mit. Meins. Alles mein Kies. Ja, damit. Das ist Ton.
So, das Key sollte jetzt immer ausreichen für unser Vorhaben. So. Gut, dann einmal rüber, das Kies hier platzieren, wo es noch fehlt. Und da haben wir unseren Bootsanleger auch schon fertig. So, Kies, einmal zu Gestein reinrollen hier. Warum habe ich eigentlich einen Skelettschädel? Achso, stimmt. War ja Halloween. So, Sand kommt hier auch noch rein, ne? Ne, das ist Stein. Hier darf ich Sand rein. Sand, so, und dann Holz. Also von mir aus kannst du gleich wieder zurückkommen, denn... Ich bin ganz vielleicht gerade fast in Lava gestorben. Ja. Okay. Ganz vielleicht. Halbes Herz. Naja, aber komm mal am besten gleich mal zurück, denn... Wir wollen ja noch ausrauben und am besten gehen wir bei Nacht hin. Dann sind die nämlich müde und vielleicht nicht so stark. Weiß man nicht. So, und unsere Feldwirtschaft. Sehr schön. Ich hab exakt einmal rote Beete bekommen. Mehr hat unsere Feldwirtschaft noch nicht hergegeben. Wir müssen auch nochmal Ausschau halten, dass wir mehr anpflanzen. Ah, schön, ist ein bisschen windig hier. Diese sanfte Brise der Meerluft ist wirklich angenehm im Gesicht. So. Haben wir rote Beete eigentlich reichlich hier in Nahrung irgendwo drin? Ich glaube, rote Beete ist, glaube ich, auch kein schlechtes Nahrungsmittel. Das ist eigentlich gar nicht mal so übel. Und warum ist gebratener Lachs in dem Truden-Minecart? Du weißt, wo das eigentlich reingehört. Oh. Weiß ich nicht, habe ich da einfach reingesteckt. Weil wir haben genau, du hast das um eine Truhe daneben getroffen. Aber wir haben genug Nahrung. Aber ich glaube, die wird irgendwann nochmal unser Personal, was wir demnächst einstellen, hoffentlich wird das wahrscheinlich alles wegfressen. Naja. Wenn wir die schon beschäftigen, dann müssen wir auch für ihr Wohlbefinden sorgen. So. Gut. Nein. Gerade den Rüstungsstand um meine Hose entblößt, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich meinen Hund hinstellen. Ups. Ich streiche unsere Hunde, weil dein Hund kriegt ja keine Aufmerksamkeit von dir. Wenn ich den sehr schnell streichel, dann macht er auch sehr viel Geräusche. Mein Hund ist komisch. Ach, der will mal das Lager anschauen, wie es aussieht. Na, jetzt hier, komm mal hoch, hier, komm hoch. Komm her, hey, komm her. Hund sagt nein. Mensch, was macht er denn da? Hallo, komm noch mit. Ach, da bist du ja, oh Gott. Halt mich doch nicht so. Komm her. Komm her. Ja, komm, 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 komm. So, und jetzt schiebe ich dich wieder ins Haus. Und zwar so, dass du bitte nicht im Rüstungsständer drin bist. Ich überlege, sollten wir unsere Hunde mitnehmen zur Burg? Nein.
Hab halt ein bisschen Angst um die Tiere, ne? Eben. Deswegen lassen wir es lieber. Wollen wir das mal lieber auf uns nehmen? Weißt du was, ich mach unseren Betten mal, Hunde, genau. Ich mach unseren Hunden mal Körbe, damit die sich da ein bisschen reinlegen können. Und zwar anhand eines Teppichs. Haben wir denn Wolle überhaupt? Müssen wir doch haben noch, oder nicht? Wenn nicht, dann gehe ich gleich zum Schafen oder hol ich halt Wolle. Ah, hier ist ja welche. Guck an. Was für eine Farbe soll... In welcher Farbe soll dein Hund so schlafen? Weiß ich nicht. Trotzdem kann ich die Schafe mal schnüppeln gehen. Ich guck einfach, in welche Farbe dein Bett ist. Die einfachste. Ja, gut. Dann schläft dein Hund auch in Weiß. Weiß ist aber nicht sehr pflegeleicht, das solltest du wissen, ne? Mhm. Na, gelb aber auch nicht. Also gelber als gelb geht ja nicht. So, jetzt haben wir die Schafe ein bisschen entlöst. Um Wolle. So. Dann brauche ich auch nochmal ein gelbes Blümchen, damit ich da hinten sind ja welche. Autsch, Schwein gebrochen. Egal, einfach weiterrennen, macht nichts. So, und jetzt kommen ich mal ganz schnell ins Haus und kümmere mich mal ganz schnell um die Betten für die Hundis. Und dann gehen wir raum. Ja, ja, genau, dann machen wir die nicht fertig da hinten. Achso, Zinnnutz, oh, okay. Wolle ist wo? Genau, Baumaterial hatten wir glaube ich drin, da ist mal ein anderer. Achso, die Schere kommt auch nochmal zurück in die Werkzeug-Dings. So. Ach, und da fällt mir gerade ein, ich glaube wir müssen dass die Wolle färben und dann Teppich draus machen. Ich glaube so war das. Dann hole ich nochmal kurz eine weitere Blume her. So, dann haben wir es gleich. So. Gleich gehen wir rauben hier. Aber beziehungsweise wahrscheinlich eher schlafen. Wobei, weiß nicht. Wir versuchen es. So, jetzt können wir aber hier, da, jetzt kriegt Uni auch seinen gelben Teppich. Wollte gerade schon roten Teppich sagen, ist aber Quatsch. Baumaterial ist hier, so. Hier kannst du einem Hundi sein Bett selber platzieren. Ist ja dein Hund. Und meiner schläft wahrscheinlich in der Ecke, wo er gerade schon sitzt. Der ist hier sehr gerne. Komm, komm hier. Ja, ja. Auf da. Schön. Muss ihn erst ja wegholen. Mann, wie willst du den Teppich denn unter den Hund schieben? Das geht doch gar nicht. Der Teppich ist auch viel zu labil dafür. Da steht er halt da. Okay, gut, dann einmal Rüstung an und los geht's. Komm, ab zum Boot. Oh. So, welche Festung nehmen wir? Gibt ja gleich nur eine auf in dieser Richtung, ne? Warte, komm. Schnell rein hier. Machen wir mal los. Die machen wir fertig da hinten, pass auf. Du hast einen Bogen, ne? Hast du? Jein, aber ohne Pfeile. Ach, dann müssen wir irgendwie so versuchen. Du fährst in die falsche Richtung. Achso, du willst die Runde machen, okay. Ich glaube, naja, die ist so einfacher. Ja, das habe ich mir auch so gedacht, jetzt ohne Bogen. Dann müssen wir nicht gleich hier die schwierigsten Leute raussuchen. So, wenn unser Boot nicht einfriert, dann werden wir auch gleich noch zurückfahren können. Oh. Ja, habe ich die Pfeile nicht mitgenommen. Immer mich anschleichen so ein bisschen.
Ach, okay, ist sowieso gerade niemand. Hä? Sind da nicht normalerweise nur Leute vor? Dann stört sie mir. Oh. Wir kommen nicht rein, schön. Also. Oha. Ui. Kaputt. Uiuiui. Ach, das sind kleine Kerker. Ah, ist ja sowieso niemand. Ah, hier ist eine Truhe. Oha. Komm her, Bruder, komm her. Oha, ich bin fast tot. Oh, schnell essen, 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 essen. Bitte heil schneller, bitte. Oh Gott. Ja, hilf mir. Wir sind ja noch nicht ganz durch. Ich kann rückwärts schießen, was ist das? Weiß ich auch nicht, was es soll. Hast du den? Kaputt. Okay. Alter, oh, so viele Bögen. Ich schmeiß sie gleich alle in die Truhe da hinten rein. Wir brauchen so viele Bögen. Zack, tschüss, tschüss, tschüss. Ah, hier ist nochmal eine Jukebox. Wir haben aber eine. Und hier ist eine Truhe versteckt mit Tränken. Super. Sind alle weg? Was hier ist oben sind noch welche, aber die kommen nicht nach unten. Na dann können wir erstmal in Ruhe hier oben aufräumen. Okay, es geht noch eine. Stimmt, es geht ja noch eine Etage runter bei den Kisten. Echt, geht's? Ja. Und hier unten wird's richtig geil von dem Loot her. Oha. Aber hier ist nicht so viel Zeug drin. Hier ist ein Stahlhelm. Aber ich brauch den noch. Wo ist der Stahlhelm jetzt? Ah, Nickel haben wir, okay. Aber warte, du brauchst den mehr hier. Juhu. Jetzt habe ich keine Dings mitgenommen, keine Kiste. Hm. Ich nehme mal Kürbis, dann nehme ich nur das wichtigste. Pferderüsten brauchen wir erstmal. Pfeile konnte ich aber gebrauchen. Einen Apfel. Noch mehr Pfeile. Eine Axt brauchen wir auch nicht. Aber wir können Schwarzpulver, brauchen wir das? Ich muss mal mit. Weizen können wir gebrauchen, Kohle, Nametags auch. Fäden können wir gebrauchen. Schwarze Runen soll ich ja auch mitnehmen, ne? Kann ja, ich aber nicht, ich bin voll. Ich bin voll. Ja, ich kann. Dann komm mal her. Hier. Hier, auf dieser Truhe. Dann nehmen wir nochmal ein bisschen Schwarzpulver. Oh Gold, jawohl. Das ist das, was wir brauchen für die Forschung. Na dann, und ich nehme mal das ganze Schwarzpulver mit. Magenta Rune. Axt ist toll. Kupferbarren nehmen wir auch mit, genau. Nametags kann ich auch nochmal mitnehmen. Sattel ist gut, ne? Hier ist auch noch Eisen drin, Sattel auch, kannst du auch noch mitnehmen. Aber ich, wie gesagt, ich bin voll. Schau grad, brauchen wir irgendwas nicht? Kohle schmeiß ich mal weg, Fäden auch. Ich weiß nicht, brauchen wir Schwarzpulver? Ich nehme das mal erstmal mit. Ja, ich nehme es trotzdem erstmal mit. Rote Beete-Samen, ja. Von mir aus gerne. Ja, Schwarzpulver nehme ich mal mit. Okay. Naja, wenn ich jetzt irgendwas Gutes finde, was wir unbedingt mitnehmen müssen, dann wird Schwarzpulver das erste sein, was ich wegschmeiße. Kupfer wäre nicht schlecht, ne? Du hast mir ein bisschen Kupfer ausgelassen. Hä? Du hast ein bisschen Kupfer ausgelassen. Aha, ja. Kupfer gibt da nicht viel, aber nur mit. Zinn, war das nicht? Ne, Zink war ja unser Problem, ne? Aha. Zink ist ja so eine Problemware, aber Zinn würde ich auch mitnehmen. Dann packe ich das Schwarzpulver weg, dann die Zinn nochmal mit. So. Oh ja, hier unten ist richtig Loot, wenn du noch eine Etage runterkommst. Oh ja, Diamanten- und Pferderüstung, zwei Stück. Aha. In einer Kiste, ne? Laune. Na gut, ich nehme mal Kupfer mit. Invar gibt's auch noch, aha. Nimm mal Invar mit, die ganzen Metalle sollten wir alle mitnehmen, weil wir halt nicht wissen, welche Metalle wie gut zu finden sind.
Und hier ist noch eine Rune drin. Name-Tags nehme ich mit, dann können wir die Hunde auch endlich mal benennen. Fäden habe ich, glaube ich, liegen lassen, genau. Die nehme ich dann auch jetzt. Oh, mit. Fire Protection 3. Knochen brauchen wir auch nicht unbedingt, ne? Nee. Nee, nee, davon kriegen wir genug. Nimm die Steel Chestplate, die ist besser als Eisen. Ja, die nehme ich mal mit. Und damit bin ich jetzt Steel auch Helmet. Wieder voll. Ich habe fast eine ganze. Ich habe fast eine ganze Stahlrüstung jetzt voll gekriegt hier dadurch. Hier ist nochmal Name Tag. Zinn ist hier. Kupfer, ja. Kupfer können wir auch, aber ich glaube, das kann ich nicht stapeln. Nee, nee, das geht nicht gerade. Na, Brot nehme ich mal mit. Weizen nehme ich mal mit. Einmal nicht unbedingt, können wir uns bauen, das ist nicht so wichtig. Rote Beete kann ich mitnehmen. Oh, ein Diamant, cool. Ja, kannst du mitnehmen, ich bin voll. Gibt's hier noch irgendein Metall? Hier gibt's aber Brot. Schuhe, wunderschön. Und hier gibt's jede Menge Brot, Melonenkerne. Oh, habe ich nicht dabei. Ja, ich kann ihn eh nicht aufheben, Penny. Ja, das waren auch nur alte Schuhe. Eine Drohne. Auch Iridium Schwarz ohne Ende. Oh, hier ist eine Diamantpferderüstung. Ach, das würde ich. Ich hab schon zwei. Alles gut. Na gut, dann lassen wir die hier liegen. Wir können ja auch jederzeit zur Festung zurückkehren, wenn wir irgendwas brauchen. Warte, ah, hier sind noch Stahlschuhe für dich. Ah, sehr gut, dann kann ich eigentlich austauschen. Wo bist du überhaupt denn wieder? Da hier unten. Weiter. Noch weiter unten, es geht noch tiefer. Nein, nein. Da wo wir gerade waren, um die Ecke. Um die andere Ecke, oder was? Ah. Hier. So, ja, ich sehe schon. Die Skis, da sind Eisen, Stahlschuhe. Mal her, die Schuhe. Irgendwie soll ich rausgenommen. In der Kiste, links, weiter. Wo sind die Stahlschuhe, was? Eine weiter links. Okay, was kann ich da mal kurz rausschmeißen? Ich schmeiße mal kurz raus. Hier sind auch noch welche. Teppiche brauche ich ja nicht unbedingt. Hier ist auch noch ich kann eigentlich mal eine, weißt du was, schmeiß einfach mal eine ganze Eisenrüstung ja, weg. Die beiden kannst du ja auch nehmen, ja eben. Jetzt habe ich den Helm weggeschmissen, Kacke. Oh, Looting 3, das ist gut. Und die nehme ich auch mal mit. Das ist toll. So, geht doch. So, die Rüstung kann weg. So, ich bin jetzt auch voll. Ja, ich habe jetzt zwei Slots freigekriegt, aber ich nehme mal jede Menge Kupfer mit, was wir haben. Zinn kann ich mitnehmen. Eine Iridium-Scherbe brauche ich nicht. Ich gehe schon mal zum Boot. Ja, tu das. Weizen. Brot, was haben wir noch? Hier ist noch ein Raum. Ah ne, hier waren wir schon. Kürbiskerne, was haben wir noch? Noch mehr Kürbiskerne. Zinn haben wir hier noch. Zinnerz, ich weiß nicht, nehm das mal mit. Iridium, brauchen wir Iridium dringend? Weiß halt nicht, was wir mit den Scherben anfangen sollen, weil sonst würde ich halt mitnehmen, ne? Ja, ich habe schon einige davon, welche. Na dann lasse ich die liegen. Jetzt aber, du hast mal eine braune Rune vergessen und eine orange auch. Ja, ich hab schon ganz viele. Oh, hier kommen noch ganz viele neue Leute raus. Oh. Ich eile gleich zur Hilfe. Viele sind jetzt nicht wirklich. Ah, hier sind noch Name-Tags, die nehme ich natürlich alle mit. Wollen ja hier alles benennen. Ich wollte ja auch das ganze Dorf noch benennen. Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Hier ist noch gutes Zeug drin. Du willst ja mal wiederkommen? So viele Potions und Essen drin und alles. Naja, dann machen wir das aber am besten morgen. Ja. Oh, hier unter der Treppe noch eine Kiste, die hier ist. Ah, außerdem geht's noch ein Stockwerk nach oben, ne? Ja, ich muss erstmal das Ausgangsstockwerk finden. Ah, ich hab gefunden. Sehr schön. Oh, da ist so ein Archer. Hilfe. Ein Archer. Komm raus. Ich bin im Boot. Oh, ich habe Pfeile gefunden. Kann ich die jetzt erschießen? Wundervoll. Ja, Pfeile habe ich auch. Kommst du rüber? Ja, dann schießt er erstmal hier. Den kleinen. Ach, der war aber schnell tot. Oh, noch einer. Stress, ja. Komm her. Okay, ich krieg jetzt Stress hier. Lol. Ja, kein Schaden genommen. Wenn ich das richtig sehe, ist die Burg jetzt leer.
Jetzt. Ja. Vielleicht. Es gibt noch ein Ja, Stockwerk. aber kommst du vielleicht erstmal runter? Wir können dann Hier ist nochmal noch mehr zurück. machen, ne? Wir können dann nochmal Da ist noch zurück zur. einer. Oh, hier Achso, oben ist willst auch du. einer. Warte mal, okay, ich komme nochmal mit, dann räumen wir mal die Festung kurz an den Menschen auf. Ja, ich bin jetzt Dann schon können wir fertig. nämlich. Einer noch. Dann können wir morgen. Okay, gut. Dann können wir nämlich morgen mal vorbeikommen und einfach nur komplett mit leerem Inventar hingehen und einfach alles rausholen, was wir kriegen können. Ein Kompass und eine Uhr. Das ist gut. So, okay, ich komme gleich Habe ich klar. Spinnenaugen können. Abwärts. Ja, wir können ja morgen mal vorbeikommen, dann räumen wir einfach mal leer. Dann nehmen wir vielleicht auch unsere Kisten mit, unsere Portablen. Und schmeiß sie ins Boot, pflanz sie ins Boot, los, 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 los. Könnte. Ja. Und ab dafür. Wieso Motorboot? Kann gut paddeln, ne? Absolut. Unser Dorf wird nochmal ein richtig gutes Dorf werden. Was natürlich jetzt schon ist, ne? Also. Mann, hoch. Ich sauf wieder ab. Ja, manchmal hat man echt Pech. Ach, ich bin voll gespickt mit Feinden. Und ich bin so glücklich, deswegen springe ich durchs Dorf. So, wo waren wir denn? Wir bräuchten eine eigene Truhe für Potions eigentlich. Ja, wir machen ja bald das Lagersystem. Können wir die Truhe Ja, mal das stimmt. wegschmeißen? Ich schmeiß mal hier den Zinn, den ich habe. Den kann ich ja mal direkt Apropos, wir können reinschmeißen. jetzt anfangen übrigens. Jetzt haben wir das Gold endlich. Zack. Trade ist erforscht. Ja. So, So, warte wohin jetzt mit dem mal. ganzen Kram hier? Was kann ich denn mal loswerden? Pfeile können erstmal weg, Bogen auch. Packen wir erstmal kurz all meine Werkzeuge weg, damit ich jetzt wirklich frei bin von allem. Und sortieren, ne? Fackeln packe ich mal zu Baumaterial rein. Wertstoffe, da kommt Eisen, Nickel und Zinn rein. Die Kerne können zu Agrar. Weizen auch. Jetzt habe ich hier noch so ein Dings, ich schmeiß mal kurz hin. Steinziegel können zu Baumaterial. Runen packe ich auch mal zu Wertstoffen. So, den Warehouse Control Block haben wir schon mal. Namensschild packe ich zu Werkzeug. Na dann haben wir schon mal, das ist schon mal gut. Ja, richtig gleich ein. Auch bei Wertstoffe, ja, das hier mal reinpacken. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall sehr viel Kupfer. So, okay, pass auf, dann kannst du ja schon mal dich ransetzen und die verschiedenen Lagerblöcke machen. Ich fange schon mal an, jetzt für die letzten Stunden des Tages nochmal eben, ja. Ganze hier irgendwie einzurichten. Das heißt, wie am besten? Am besten ja so, ne? Am besten so. Genau, dann gehen wir nämlich Bounce, gehen wir nämlich ein. Achso, dann müsste ich nochmal hier raus. Warte mal, West. Nee, 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 nee. Aha. Ein kleines Stückchen nach Westen. So, gucken wir mal hier. Dann können wir hier bei Bounce schauen. Das ist aber ein Stückchen. Ja, noch ein Stück nach Westen. Mal hier vergrößern. Oh. Wir müssen bald mal ein Bounce Upgrade drauf machen. Ja, das ist ja nichts Teures zum Glück. Aber es geht schon mal. Können wir gleich anfangen, die ersten Nagerdinger zu platzieren. Kannst ja Gibt schon mal schon gucken. welche? Ja, dann geh die mal setzen alle. Da
pack mal die Potions jetzt irgendwie rein. Und ich werde mal kurz ein Truhen-Minecart aussortieren. Beziehungsweise richtig einlagern hier. Auch wenn es jetzt mehr zur Sache tut, aber naja. Du kannst deinen Hund übrigens benennen gehen. Ich mach das jetzt. Ich habe keine Ahnung wie. Ich mach das jetzt wahrscheinlich, obwohl wir haben keinen Amboy. Doch, wir haben einen. Außerdem haben wir wieder dieses Problem, dass ich wieder nicht zugreifen kann auf das, auf den Control Block. Naja, das kriegen wir gleich gelöst nach der auf, das kriegen wir gleich gelöst im Schlaf. Warte mal, jetzt muss ich kurz nachdenken. Wie nenne ich meinen Hund? Ich leg mich schon mal schlafen. Wie nenne ich meinen Hund? Weißt du was? Wauzi. Warum? Ja. Das hat einfach die, das ist ganz einfach. Der hat. Ja, dann sitzen bleiben hier, Wauzi. So, pack mal die Name-Tags findest du in der Werkzeugkiste. So. Ja. Ich rede mit einer schlafenden Person, komische Sache. So, na, dann gehe ich jetzt auch mal schlafen. So.